Hallo und herzlich willkommen zu League of Legends, der Neubeginn. Eine weitere Folge, neues Glück quasi. Ich habe mich dazu entschieden, ich werde wieder Yi auspacken, denn die letzte Runde als Blitzcrank, ich weiß, in der letzten Folge habe ich gesagt, ich spiele jetzt Blitzcrank AD, vielleicht in der nächsten Folge. Diese Folge wollte ich jetzt nochmal kurz ein bisschen aufräumen. Und ich bin mit Pantheon auf der Toplane. Vayne mit der Nami auf der Botlane und die Lissandra geht in die Mitte, ganz klassisch. Ja, Gegnerteam ist, denke ich mal, auch sehr leicht zu durchschauen. Wir werden einen Blitzcrank mit Braven auf der Botlane sehen. Die Akali wird, denke ich mal, also Akali oder Yi wird in die Mitte gehen. Und dafür kriegen wir dann halt die Riven mit dem Yi auf der Toplane höchstwahrscheinlich. Mies ist, dass sie dreimal Teleport haben. Das finde ich ein bisschen aso. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich nicht so schön. Und ich werde wieder klasse starten. Madness of Doom. Ja, es tut mir leid. Ich habe es mir angewöhnt. Ich krieg's irgendwie leider auch nicht mehr weg. Wenn es euch zu sehr stören sollte, schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich mir den Mund mit Seife auswaschen. Nein, das werde ich nicht als Vlog filmen oder sonstiges. Nicht, dass ihr sensationsgeil seid und sagt, ja, macht das und wir wollen es sehen. Das gibt's nicht. Hat's vergessen. So, Pantheon startet mit Dorans, Lissandra auch mit Dorans, alle Dorans, außer halt die Nami. Starten alle ganz klassisch. Ja, ich weiß, eigentlich Dorans die bessere Variante, aber ich weiß ich nicht. Weiß, Dorans ist eigentlich das beste Einsteiger-Item fürs Early. Das ist mir bewusst. Aber ich spiele lieber Langschwert, kann ich direkt ausbauen zu Brutalizer oder zum Vampire Scepter oder wie auch immer. Und da ich Teleport habe, bin ich schnell wieder auf der Lane, beziehungsweise irgendwo anders. Und ich sag mal so, das Potenzial mit Pantheon und die, das haben wir auf der Top-Lane, um die schnell zu bursten. Ob wir es wirklich ausnutzen können, das Potenzial, was wir haben, weil mein Spielstil, ihr kennt ihn ja, weiß ich nicht, ob das so hinhaut. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Ich hoffe, dass wir die Toplane schnell zerstören können, also nicht den Tower, sondern einfach nur die Gegner, uns da ein paar Kills abholen. Legen wir los. Und das wäre schon mal sehr nice. So, Blind. Ich hab's gewusst. Oh mein Gott. Blitztop, Alter. Blitztop-Lane. Ich krieg Hass, Leute. Ich krieg gerade so Hass. Jo, jetzt muss ich meinen Teleport direkt rauszimmern. Okay, damit habe ich ihn jetzt quasi den Arsch gerettet. Sind wir ehrlich, Leute? Alter. Mach mich nicht fertig. Da gibt er mir Exhaust oder was? Da gibt er mir Exhaust. Krasser Spallo. Alter. Pante, was ist los mit dir? OMG, Alter. Holy. Alter. So viel zum Thema, wir zerruppen die Toplane. Ne, nur mal so. Da wäre, mein Q wurde nicht ready und ich hätte einfach nur einen Stun gebrauchen können. Jetzt sind die Level 3, ich bin Level 1. Ne? Ich kotze im Dreieck, Alter. Okay. Definitiv, Murphy die Murphy. Ja, jetzt muss ich sowieso Dev spielen, du Pannekind, weil Level 1. Verstehst du? Mein Gott. Ja. Erzähl mir noch nicht, dass ich Dev spielen soll, Mann, du Sprallo. Dann restore die Lane, du Hans, Alter. Ein Gegner wurde getötet.
Hallo. Und schmeiß deine scheiß Speere auf sie, wenn du Cooldown runter hast. Junge, Alter. What the fuck? What the fuck? Wo ist Blades, Mann? Da ist er. Alter, ich bin so scary, Alter. So viel zum Thema Dev spielen. GG. Die sind so tryhard, Alter. Die sind so tryhard, Alter. Ein Gegner wurde getötet. What? Das ist so ein Panikkind. Wir sind Level 2. Die machen allein schon wegen dem Levelunterschied mehr Schaden. Und er sagt mir hier von wegen töten. No way, Alter. No way, dude. I have stun. Ja, das ist mir egal, du Spast. Was ist denn mit ihm nicht in Ordnung? Ist ein ewiger Schüler. Fear them. Oh mein Gott, Alter, das ist. Er nimmt seinen Speer zum Last Hitten. Glaubt man das? Er nimmt seinen Speer einfach mal zum Last Hitten, das Panikkind. Kommt man denn auf so eine Idee? Alter. Fucking Smurf, ist doch selber ein Smurf. Erzähl doch keine Märchen, Alter. Hat er nicht vorhin gefragt, wer hier ein Smurf ist? Dude, Alter, ohne Witz, ne? Was zur Hölle macht der? Das ist so ridiculous. Okay, jetzt hat Blitz zumindest keinen Dings mehr. Die einfach Level 5 ist. Ein wahrer Meister ist ein ewiger Schüler. Zorn führt zu. Alter, dieser Schaden. Wie sie Level 5 ist! Holy! Zip. Nö, 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 nö. Da kriegt sie Level 6! What the fuck? Leute, ich hab gleich keinen Bock mehr. Holy! Report for Griffing? What the fuck? For Griffing? Ich verstehe es nicht. Aber ist mir auch egal gerade. Problem ist, wir müssen nachher auf jeden Fall die Dings rausnehmen. Ansonsten ist GG, Leute. Ein Blindcheck auf jeden Fall. Mann, werf einen Speer auf ihn, Alter. Werf einen Speer auf ihn. Was ist mit dir nicht in Ordnung, Alter? No way. Alter, ich hasse dich. Ich hasse dich. Form vor Stärke. No way, no way, no way. Sie flasht, Alter. An sie unterm Tower, Mann. They will dive. Dann under the red current. Holy, Alter, das ist so behindert gerade. Ich krieg so Hass.
Alter, lass dich doch... Alter. Ich mit dem Smurf auf die Toplane oder was? Dicke, Alter. Ja gut. Habe ich einfach zu viel erwartet. Oh, jetzt werde ich hier schon abgekesselt. Dammit, jetzt ist Draven Toplane. Natürlich. Dicke, Alter. Three Top. Leute. Ich mir jetzt mit Ghost weg, dem Bengel. Komm. Da gibt er sich Ghost, Alter. Was fällt ihm ein, Mann? 3 Sekunden, komm. Komm schon. Mir scheißegal, Alter. Mir scheißegal hier. Verstehst du? Ich bin mad, so. Mann, oh. Kali, wie steht sie denn? 1-3, die kann auch nix. Aber Pantheon ist einfach scheiße. Das ist... Wow. Ein wahrer Meister. Mann, Pantheon, du bist Level 5, Alter. Ich bin Level 6. Ich weiß, es ist nicht besser, aber... Allein, wenn ich sehe... Das ist doch bei jedem Spiel so. Ich sehe... Oh, oh. Hohes Level. Ich sehe hohes Level und dann weiß ich... Okay, weg. Siehst du? Ganz einfaches Spiel. Hohes Level, weg. Kann nicht helfen, muss leveln jetzt, Alter. Mich wenigstens an... Gott. Wenigstens an Creeps farmen. Holy. Holy shit. Lass dich nicht von Stolz blenden. Alter. Das stört einfach. Fucking Robot. Es ist so süß, ne? Wirklich. Da ist nichts mit Ausweichen, mit Juken. Da ist einfach der Hass. Der Hass ist da. Und dann Tower die Bubble, ne? GG. Level 5. Don't feed Bot. Die geht einfach mal fest von aus, dass wir die Botlane feeden, Alter. Okay, ist aber auch realistisch. Sind wir ehrlich? Wow. Unbelievable. Raven 9-0. Das Gefühl kenne ich. Und die Raven müssen wir einfach sneaky erwischen. Ansonsten ist das GG. Siehst du? Wenn wir das nicht schaffen, sie sneaky zu erwischen, dann war's das. Riven spielt ihre OP-ness einfach aus. Denn die weiß damit umzugehen. Das ist das Gefährliche. Alter, Ulti und dann noch hinterherlaufen. Wie retarded ist das denn?
So, wenn die Ulti abgelaufen ist, müssen wir rein. Oh, Vayne. Oh, Vayne, Leute. What the fuck? Dieser... Alter, auf Way, auf Riven, Mann, auf Riven! Bei Blitz! Focus, Riven! Holy! Leute! Riven ist fett, scheiß mal auf Blitzcrank! Okay, er hat zwar auch hier schon 6-6 oder so, aber Riven ist das Problem. Ah, die hat schon aufgegeben. Da wirst du nichts mehr rocken können, glaube ich. Ja, wo gehe ich jetzt zuerst? In Akali oder? Ach, ich weiß es nicht. Is anyway lost with you? No ping, no calls. Ach, Alter, Leute. Noch gar nichts verloren, Alter. Was ist los mit euch? Oh, oh. Ach, das ist ja nur nie. Fuck, Alter. Holy. Alter, mach keinen Scheiß. Raven ist easy. Raven ist easy. Aber... Riven, Alter. Dieser Riven ist so mies. Dieser Riven ist so mies, Alter. Gib mir. Holy. Scheiße. Alter, du kannst nicht. Hau ab da. Ich hab doch nichts ready, Alter. Was ist los mit euch? Okidoke. 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 Alter, will die mich verarschen oder was? Holy! Oh, was ist hier los, Alter? Kriegt sie noch? Jetzt? Lässt es einfach drauf ankommen, ne? Mies, Alter. Ist so hinter vor sich. Der konzentrierte Geist kann selbst Stein durchdringen. Ich verstehe nicht, es ist wirklich Smurfing, es ist Low-Level-Account. Ja, auch wenn einer, klar kann einer ein Game carryen. Gerade hier, in dem Bereich. Wenn Leute nicht wissen, was da los ist gerade. Siehst du, aber das ist noch nichts verloren, Alter, das ist Quatsch. Müssen nur Riven fokussen und dann ist fertig. Legen wir los. Ist so, die Nami hat's getroffen. Was willst du erwarten auf dem Level? Es ist einfach so. Leute, bleib cool, Alter. Ich zeige dir so, die sind jetzt alle mit. Good job. This is so easy. Leute dürfen nur nicht mad werden, dann ist alles GG, Alter. Ist so. Oh, diese Ulti war so gut. Diese Ulti war so gut.
Da kommt die Riven. So, jetzt back, 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 back. Okay. Da habe ich jetzt alles gezündet, weil ich so mad bin, Leute. Bring up? What the fuck? Form vor Stärke. Krieg den nicht alleine. Wie denn? Oder kriegen alleine? Mein Gott. Jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Siehst du? Mein Gott, du nervst mich. So. Holy. Ja, da kommt der. Er hat einen Turm zerstört. Wer mit? Legen wir los. Ich doch die paar Meter einfach laufen. Mein Gott. Alter, komm da raus. Das ist nicht gesund, was du da machst. Wayne. Wayne ist Wayne Pupaini. Ist nicht gesund. Da ein bisschen Schaden kaufen hier. Alter. Boah, die macht so einen Schaden, ne? Komm schon. Komm schon. Ich drücke Q wie ein Bekloppter, Leute. Ihr glaubt es nicht. Ich drücke Q wirklich wie der letzte Hoden. Ist so krass. Geh unter den Tower und werf sie hoch. Bitte. Alter, der war nicht schlecht. Komm. Der war okay, aber diese Bubble unterm Tower, es ist so OP. Krieg keine Homeguards zusammen. Gut. Wenn wir die Riven rauskriegen, dann ist es vorbei. Die anderen können damit nicht umgehen, mit ihrer Fitness. Das ist so. Auch Level, Alter. Ich brauche wirklich Erfahrungspunkte ohne Ende. Ich sollte einfach mal den Weg skillen, ne? Das ist manchmal gar nicht so dumm. Alter. Was war das denn? Ist der Drake weg, ist es klar, oder? Zweifel ist der größte Gegner. Doch alle hier. Get her. Ich habe mir kein Wort, sonst wäre der Blind Grip nicht gekommen gerade. Okay. Und go for it. Go for it. What the? Warum? Die Ulti kam durch, da kam gerade alles durch, Leute. Das ist warum. Alter. Warum? Warum, Mann? Es ist so bitter gerade. Zum Heulen. Ihr wird nicht surrendert, vergiss es. Kannst dir abschmatzen, Popatzen. Kauft einfach Okkulten, die blöde Sau. Das ist mit ihr nicht in Ordnung. Trap. Unnötig. Unnötig. Lass sie doch machen. Anthem versteht halt gar nichts mehr, ne? Wenn Riven weg ist,
Dann können wir, Alter. Legen wir los. Mann, wieder die Q. Alter. Konzentrierte Geist hat uns verdammt. Ein wahrer Meister ist ein ewiger Schüler. Der Tipp gar nicht so schlecht. Der Tipp war gar nicht so schlecht mit dem W. Ja, wieder was gelernt. Lieber Bluttester, ich glaube, ich gehe lieber auf Fokus. Ich glaube, das bringt mich weiter. Oh mein Gott, die machen Baron. Zu spät. Zu spät, Leute. What the fuck? Okay, GG. Da kommt die Raven. Da konnte der Stick nicht. Also ich hätte jetzt noch einen Öffnungsschlag machen können und so einen Schnickschnack, aber... Die Riven, die conteste ich nicht, auf gar keinen Fall. Also nicht alleine. Die gibt mir einfach mal ihren Stun und ich bin down. Ah, mit Pantheon zusammen. 3 gegen 1. Isn't possible. Dude. Wo unsere Gruppe schon wieder rumrennt, Alter. Ja, contestet den Blitzcrank. Während die unsere Base einreißen, oder was? Du
Ja, die Vayne hat einfach schon aufgegeben. Es ist, einfach zu früh schon gesagt, so, nee, mach keinen Sinn. Und das ist das, was einem im Spiel das Genick bricht, wenn man einfach mal sagt, GG. Irgendwie. Holy! Die Riven, ihr Penner! Alter. Leute halt ragen. Ich kann es verstehen, dass ja, Smurfen ist unfair, klar, logisch. Aber sie hat nun mal ein Spiel abgeliefert. Was willst du denn noch sagen? Das war astrein, das hat sie super runtergespielt. Und was willst du da groß sagen? Geht nicht. 51 Punkte. Alter, 9-4. Mit Level 6. Stehe ich schon 9-4. Ja. What? Report Achieve. Was? Wen? Shitven. Wer ist denn Shitven? What the fuck? Keine Ahnung. Ist auch egal. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.